dass es funktioniert. Ist eine ganz schöne Strecke, ne? Oh, Frau Egli. Hallo. Ich bin schon oben. Ja. Wenn Sie mir folgen wollen, auf Ihr Zimmer, Frau Egli. Ach, das ist aber toll. Also, passen Sie auf. Sie haben ein schönes Hinterteil. Man folgt Ihnen gerne. Ach, ach so. Eine Sekunde. Es läuft gut. Ja, sehr gut. Wie macht er das immer? Ein schönes Hinterteil. Ich hab ein schönes Hinterteil. War's aber sehr schnell. Nee, das machen wir später. Oh. Hast du gehört, was sie gesagt hat? Ich hab ein schön von hinten. Passt aber. Hängt da was raus, deswegen vielleicht. Bitte was? Dir hängt da was raus. Ach so, vielen Dank, ja. Ein Schwänzchen. Hinten. Hinten. Das war das Komische an der Sache. Ja. Sie hat aber nicht komisch gesagt, es hat ihr gefallen. Ja, aber die ist auch Schweizerin. Die sind ja halt... Haben die andere Popos? Nee, die haben gar keine. Bitte? Die haben die... Das stimmt, ich habe... Also, das stimmt vom nicht. Vielen Bergsteigen. Ja, das ist knackig. Stark, ja! Knackig. Soll ich einen Hintern haben, die? So, das ist ein Hintern. So, oh! Das, so sieht ein Schweizer Hintern aus. Wirklich? Ja, weil die immer nur bergsteigen. Simon, mache aus Ralf einen Schlagerstar. Ja. Und vorne? Vorne, aber die Nippel sollten schon in die gleiche Richtung zeigen, so ungefähr. Das finde ich nicht. Da gehen unsere Meinungen auseinander. Das finde ich nicht. Du solltest mit ihr so eine... Die soll ich in so eine Show mitnehmen. Was für eine Show? Ja, vom Silberhain, oder wie der heißt. Ja! Du wärst ein großer Star. Ich mach dich zum Star. Ich? Mich? Du heißt ab sofort nicht mehr Ralf, sondern... Ja, wie? Randy Sunshine. Randy Sunshine. Randy Sunshine. Randy Sunshine. Das ist gut, das ist catchy, das gefällt mir. Ich komm groß raus. Randy Nein. Sunshine. Komm her, Randy. Na ja. Ich mach dich, ich bring dich groß raus. Bringst du mich groß raus? Ja. Ich hab da ein paar Ideen, ne? Du brauchst wieder eine richtig tolle Nummer. Zieh mal das Ding an, Randy. Ist falsch rum, aber der Randy trägt seine Sachen eben links rum. Wie Chris Cross damals, verstehst du? Ja. Randy Sunshine. Ja. So. Randy Sunshine. Ja. So, und dein erster Hit, Randy Sunshine, ist... Randy Sunshine. Randy Sunshine. Randy Sunshine. And Randy Sunshine, ja. Bringt die Sonne rein. Oh. Randy, du bist ein Star. Du hast mir jetzt ins Ohr gestochen. Ja, da hält's besser. Aber es blutet. Das macht nichts, Randy ist eben ein Vollblutsänger. Ein Vollblutsänger, okay. Aber das heißt doch, dass man... You nailed it! Warte. Randy! Yes! Randy Sunshine. Wer hat denn diese hohen... Randy Sunshine hat immer einen goldenen Elefanten dabei. Aha. Ja. Und Randy Sunshine... Ja. Hat dicke Eier. Ja. Dicke Eier. So. Ich bin noch nicht fertig. Und jetzt, Brand. Oh, wow. Du solltest aufhören, Joghurt zu essen. Perfekt. Randy Sunshine. Randy Sunshine. Ralf. Dein Mund sagt ja, doch dein Körper sagt nein. Eigentlich brauchst du noch, warte mal, du brauchst noch. Schlagersänger haben immer extrem weiße Zähne. Ja. Du kannst doch mal weitermachen, ich überlege mir was. Ja. Okay. Oh, wo ist es hin? Das ist meins. Das ist das. Ja. Ja. Schau mal. Ja. Ja. Wie viele Dinge hast du mir denn hier in die Haare gesteckt? Ja! Also dann kann man mich so gut singen. Hä? Dann kann man mich so gut singen. Hä? Nein. Hä? Komm. Hä? Zeig mal, einstechen. Ja. Ich hab einen sehr trockenen Mund auf einmal.
Komisch, dass du einen Schwamm im Mund gab. Es war ein Schwamm. Schwamm. Es war ein Schwamm. Ich habe noch gestoppt. Ich habe noch gestoppt. Ich habe noch gestoppt. Ich habe einen Schwamm. Nur weil du neue Eier in der Hose hast. Ja, das war, ja. Da kann man sich schon mal vertun. Wenn du hier drei Eier in der Hose hast, dann kannst du schon mal Schwamm sagen. Simon, motiviere Ralf mit Schlagertiteln. Feucht. Da habt ihr aber genau den richtigen für ausgewählt. Ja. Du gehst hier hoch, bitte, und sagst einfach, schöne Maid, hast du heute für mich Zeit. Schöne Maid, hast du heute für mich Zeit. Ja. Hey, ja, hey, ja. Dann machst du ja ein Chili con Carne und dann feiert ihr erstmal schön Fiesta Mexicana. Hossa Mexicana. Ja. Du verstehst mich! Griechischer Wein! Ah, das gibt's auch noch. Okay, ja, 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 ja. Ich bin der Bronx, das ist ja genau mein Fachgebiet. Ja, ich weiß. Wir haben in der Bronx früher, was haben wir Schlager gehört? Weiße Rosen in Athen. Ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Ich auch nicht. Ich weiß nicht mehr, wie es anfängt. Ja, ja.